Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flutosaurus. Wie ihr schon im Hintergrund seht, wir spielen mal wieder Bad North. Ja, der Spielstand vom letzten Video hatte sich nicht gespeichert. Kann auch gut daran gelegen haben, dass ich da noch irgendwie gestorben, ich weiß nicht. I don't know, ne? Deswegen, wir machen jetzt hier einen neuen Run. Aber ist ja auch egal. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für einen Unterschied macht, was ich hier auswähle. Ist das hier meine Gegner oder was? Und das hier bin ich. Wir machen, keine Ahnung, wir machen Zerdik. Wir spielen auf normal. Level Neustarts erlauben? Keine Ahnung, lassen wir mal raus. Wir machen auch ohne Tutorial. Ich weiß ja eigentlich nur, wie das Game geht. Gut, ist jetzt auch nicht so schwer von den Controls her, aber ist ja auch egal. So, von wo kommen sie denn? Gehen wir einmal hier hin. Kommen schon die nächsten? Das Spiel ist gefährlich für mich. Ich mache hier zu gerne einfach den Fidget Spinner. Ah, das sollte ich nicht machen. Letzte Angriffswelle fällt ein. Kurzes erstes Match. Reicht ja auch für den Anfang. Ihr werdet gleich zerbumst, werdet ihr, ihr kleinen Schnitzel da unten. Ich kann nicht noch mehr ranzoomen. Schade. Aber geil eigentlich, dass man überhaupt so nah ranzoomen kann. Sehr gut. 4 Münzis. Okay, wir gehen gleich hoch hier nach Fugloi, nachdem wir diese Insel hier gemacht haben. Kann ich schon mit 4 Münzen irgendwas machen? Nee, alles kostet 6 aufwärts, ne? So. Mal auf die nächste Insel ja entsenden. Von da kommen welche. Kommen noch irgendwo welche? Schaut nicht so aus erstmal. Aber da sollte ja ein Trupp reichen. Wir schauen immer auf euch. Scheiß drauf. Früher später müssen wir sowieso dran tollen. Schlag drauf! Sehr gut. Sehr gewaltverherrlichend, aber egal. Wohl. Da passt er. Jetzt Angriffswelle fällt ein und die kommt von da. Das ist ein etwas größeres Schiff, da muss ich auf jeden Fall bei denen schicken. Arm juckt. Marschall Aerius. Dim, bim, bim. Oh, von dem einen Trupp haben nur 2 Mann überlebt, das hätte gefährlich werden können. Ich habe schon direkt zu Anfang meinen ersten Trupp verloren. Bim, 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 bim. Achso, ja, wir machen mal diesen hier. Und dann machen wir. Wir machen auf jeden Fall mal einen Sperrtrupp. Mehr kann ich mir sowieso nicht leisten. Bogentrupp machen wir später. Entsenden. Warum ist das Wasser so weiß? Das sieht aus, als würde diese Insel einfach nur im Nichts schwimmen. Ui. Schuld. Hau drauf. Und von noch irgendwo was? Jit, was ist hier mit dem Wasser los? Warum ist hier alles so weiß?
Haben die hier gerade ihren Kurs geändert oder habe ich das bin ich irgendwie bin ich jeck? Stech drauf, Männers. Die haben Schilder. Nee, ja gut, das ist nicht so schlimm. Hier mal als Absicherung noch die dahinter. Falls nicht schon das nächste Schiffchen kommt. Was bisher noch gut aussieht, wollte ich gerade sagen. Das hätten die eigentlich schaffen. Einfach drauf zustechen, Leute. Genau so. So machen wir das. Die Zahnkrebswelle ist unterwegs. Die Sperrdudes? Also, Pike ist OP, muss ich sagen. Das ist ein Dude auf dem Schiffchen und von da kommen auch noch welche. Ja, den. Schafft ihr auf jeden Fall. Da stecht immer kräftig zu. Obwohl. Obwohl man, ich glaube, man macht es eigentlich andersrum, dass die nach vor euch, keine Ahnung, ist ja egal. Hauptsache, sie haben es überlebt. 6 Münzen gönnt man sich. Bim, 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 bim. Flinke Beine. Ist das deren Fähigkeit oder heißen die so? Das ist ja retarded irgendwie, wenn die so heißen, aber. Vielleicht haben sie auch einfach flinke Beine. Also, wir haben schnelle Bewegung. Und ja, also, ja, macht Sinn. Okay, sie haben wirklich die Fähigkeit nach dem Motto auf Linke. Okay. Makes sense. Bro, ist das meine Bildschirmintensität, die ich so eingestellt habe, dass das so retarded aussieht? Oder bin ich jeck? Das kann doch nicht sein, ganz kurz. Nee, das mache ich irgendwann anders. Ist aber egal. Bro, nee, das ist mir okay. Es ist zwar jetzt retarded, dass ich das mitten im Video mache, aber. Vor allem in einem Uncut-Video, aber. Das ist am Kontrast. Das macht auch keinen wirklichen Unterschied. Keine Ahnung, ist das. Egal, wir haben einmal Sperrleute haben wir schon. Yep. Dann yep. Jetzt einmal Bogenleute. Also ich weiß nicht, oh, das, ich weiß nicht, ob das jetzt so die schlauste Wahl war, die zu Bogenleuten zu machen. Weil die werden ja echt top als Schwertmänner, vor allem wenn die so schnell unterwegs sind dann. Aber ist egal. Ist jetzt eh zu spät. Kann man nicht wieder gut machen oder so. Kann sich durchkämpfen und dann sich direkt die nächsten holen rein, theoretisch. Entsenden. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal irgendwie nach hier unten. Ich brauche noch nicht moven. Ich bin ja nie weiß, von wo welche kommen. Von da. Schießtreff, Bögenschützen. Auch treffen. Danke. Sehr gut. Komm, und den trefft er auch noch. Ja, okay, den hauen die anderen weg. Leute, treffen. Wäre durchaus ein Vorteil. Auf der Insel ist gerade schon ganz gut, dass die doch schneller sind als auch als Bogenschützen. Bro. Was gerade für ein Masterangriff? 10 Leute schießen auf eine Person und keiner trifft. Wo habt ihr eure Bogenschützenausbildung gemacht? Ja.
Einfach durch. Miau. Schlag drauf. Top. Hat super funktioniert. 6 Münzen gegönnt. Din, 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 din. Kriegshammer. Ist das ein Item? Ein schwerer Hammer mit großen. Mit dem große Reihen von Feinden gelichtet werden können. Gelichtet? Yep. Ja. Ho. Yep. Ja. Ho. Hä? Huh? Ist super. Yep. Nee, die wollte ich jetzt eigentlich erstmal zu Infanterie-Menschen machen hier. Genau. Keine Ahnung. Ich meine, was ist mir gelichtet? Was? Gelichtet. Bewirken, dass bestimmte Dinge weniger dicht stehen, ausdünnen, weniger dicht werden. Weniger dicht werden. Wenn du zu viel Bubals geraucht hast, Alter. Ich muss mal gelichtet werden, Leute. So ein Ding ist das. Ja doch, mach mal die hier. Ja, ich will eigentlich jetzt schon. Also jetzt direkt auf diese Insel hier. Entsenden. Und ne, die bleiben da oben. Eine guten Bogenschützen hier. Nur die können schon mal runter. Von hier wird kaum was kommen. Bis ins hier. Ist das dann eine Fähigkeit, die ich einsetzen kann? Okay. Wahrscheinlich dann so für größere Truppen oder so. Die schützen sich erstmal gegen die Bogenschützen. Ja, aber ihr könnt nichts gegen meine Schwertmänner machen und gegen meine Schwert. Männer gegen hier. Aber hätte jetzt alle Schilde, dagegen bringen meine Bogenschützen einen feuchten Vorwurz. Sehr gut. Komm, die Klatsche jetzt weg. Haut sie weg. Ja, genau. Oh. Da sind die so eingezäunt. Macht das Sinn? Ja, die werden weggepeikt. Ich merk schon. Einer schießt in die Richtung. Peikt sie weg. Peikt sie weg. Ja, Bro, ihr müsst doch schon zu. Ja, haut ihn um. Das kann jetzt nicht. Wollte gerade sagen, also. Hätte der jetzt eine Ein-Mann-Tour gemacht und alle weggehauen, das wäre ja. Das wäre ja was. Das wäre. Nee. Kannst du gar nicht machen. Ich will halt schon. Da oben könnte ich noch ein Item kriegen. Wäre auch lecker, wenn ich jetzt diese Insel und dann diese Insel mache. Danach sollte ich trotzdem noch die und dann die machen können. Yep. Sag es, ich benutze die Fähigkeiten, glaube ich, auch noch
Ja, nicht so richtig, aber. Hm. Man könnte auch erstmal kurz Geld sparen eine Runde. Ich glaube, das kann man machen. Doch nicht, auf ich glaube, das kann man machen. Die Bogenschützen bleiben erstmal oben. Ist möglich. Komm, schieß drauf, Leute. Sehr gut. Baba. Von wo kommen sie? Von da hinten. Bogenschützen auf ihr Fechtschutzschild. Die haben ja, die haben ja Schilde. Mit anderen Worten, Bogenschützen bringen eigentlich einen Scheiß, aber ist egal. Da kommen auch schon wieder welche mit. Irgendwie muss er jetzt, ja, das könnte ich mal, warte, wir tauschen die mal. Wo, die können wir hier rüber. Jetzt sind wir schon wieder die mehr. Das hat auch die Hälfte meiner Leute weggekickt. Okay. Nächstes Mal checken, dass eigene Truppen nicht auf dem Feld mit sind. Noted. Ja, wir wollen eigentlich schon das Item da, aber wir brauchen jetzt erstmal ein Upgrade. So ein Upgrade wäre schon was Feines. Die Schwertermänner sollen krasser werden. Das wäre schon geilo. Ja. Und dann rutscht es das nächste Mal bis hierhin. Wenn ich das jetzt fertig gemacht habe, dann kann ich das noch machen. Um dann easy die Insel zu machen. Und wenn ich diese Insel gemacht habe, habe ich sogar die Wahl, ob ich die oder die hier mache, um dahin zu kommen. Ja, eigentlich super. Machen wir so. Ja, let's go. Hier kommt erstmal in Sicherheit. Jetzt haben meine Schwertmänner haben jetzt bessere Schilde. Ich weiß nicht, ob die vorher schon. Hatten die vorher schon solche Schilde? Ich glaube nicht, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Kann natürlich auch sein, das kann man nicht ausschließen. Bogenschützen. Schön drauf schießen. Genau. Ich habe jetzt ja auch eigentlich da oben lassen können. Ja, gegen die können die Bogenschützen sowieso wieder nichts machen. Kommt sonst noch von irgendwas? Nicht wirklich. Ich mach schon wieder automatisch diesen scheiß Fidget Spinner hier. Ja, die könnten einfach nur als, so weiß ich nicht, gefühlte Ablenkung dahin. Nein, die sollten dahin. Ihr, ja, macht schon das, was ihr machen sollt jetzt. Auch gut. Wohl, machen wir mal andersrum. Können, glaube ich, schon ein bisschen zustechen, bevor ihr richtig angekommen seid, oder? Stech zu! Stech zu! Haut drauf! Sind die ohne Schild? Ja, passt so. Sehr gut. Dim bim bim bim. Das ist schon ein Jammer.
Stein der Weisen. Bin ich hier plötzlich in einem Harry Potter Teil oder was ist los? Stein der Weisen, was macht er denn? Erzeugt zusätzliches Gold auf den Inseln, die du verteidigst. Also ist ja, glaube ich relativ egal. Aber machen wir mal einfach auf die Leute. Ich weiß nicht, ob man da schon direkt ein Upgrade reinhämmern will oder ob man das erstmal in so einer. Ich laber gerade eben vor allem noch von, ich benutze die Fähigkeiten noch gar nicht. Dabei habe ich auch noch gar keine Fähigkeiten gekauft. Ich bin doch auch ein Genie, Alter. Ein richtig großes, Alter. Aber egal. Ich führe eine Sprungattacke von einer Klippe. Ich glaube, ich würde lieber erstmal nochmal die Salve kaufen hier. Ja, jetzt machen wir eine Runde, schauen, wie das hinfällt. Ja, wir könnten jetzt von hier, wohl das sogar einfacher wäre. Das sind nur zwei verschiedene Truppen, hier wären es drei. Und hier springt halt dann auch mehr Kohle raus. Und dadurch, dass wir, ja, wir machen das, wir wagen es. Könnte unser potenzieller Tod sein, könnte aber auch potenzielles Geld sein. So muss man das nämlich sehen. Money, money, money. Bogenschützen hier oben drauf. Ja, das sind Truppen. Gegen die Bogenschützen mal wieder nichts bringen. Easy. Oh, das hat sogar nur eine Abklingzeit. Das heißt, ich könnte es rein theoretisch dann nochmal benutzen. Okay. Gut, dass meine Bogenschützen schnell unterwegs sind. Piu! Muss man den ganzen Trupp minimieren. Das ist eigentlich super. Ja, das gefällt mir so semi, weil ich Bogenschützen-Gegner nicht mag. Aber schieß lieber gegen die Leute, die Schilder haben, als gegen meine Bogenschützen. That makes eigentlich schon a lot of sense, aber. Wir landen mal dahin, weil da sind welche auch ohne Schild. Ja, die haut easy schnell weg. Die mit Schilder habt ihr schon weggehauen. Sehr gut. Da ist ja einer durchgekommen. Sprint das raus. Die hauen wir weg. Ja, haut drauf. Ja, oder so. Super. So, ist ja okay. Man sieht das auch, wie und wo man die extra Münze kriegt. Super. Dim, bim, 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 bim. So. Ich würde sagen, wir sparen. Man könnte auch noch eine Fähigkeit kaufen. Lass deine Pikniere in einer geraden Linie anstürmen. Ja. Ja, das ist der Sprungangriff. Nächste Runde. Easy. Ich hätte sogar die machen können und hätte jetzt immer noch die. Fertig, glaube ich. Aber ist auch egal. Wir holen uns jetzt hier den nächsten Druck. Entsenden. Jetzt haben wir nämlich 4. Und schauen mal, was wird. Ja, wir senden erstmal hier einen hin. Das ist so verwinkelte Wege. Okay, das ist vielleicht nicht schlau, die dahin zu schicken, die nicht mal Schilder haben. Leute, wir tauschen kurz. Schichtwechsel.
Sehr gut, easy. Sind das auch wieder Bogenschützen? Ja. Okay, wir müssen jetzt hier noch welche hinschicken. Komm, pickniert ihn weg. Gott sagen, also Leute. Ich will mich nicht so hängen lassen hier. Die müssen jetzt lang durch hier. Obwohl, doch gar nicht so lang. Ich dachte, die müssten jetzt erst hinten rum, aber gut. So, ihr kommt jetzt hinterher. Falls, obwohl, die schaffen es easy. Lasst ihr mal die Leute da in Ruhe. Ich kann hier halt keinen auf dieses Zwischenteil schicken. Das ist ein bisschen nervig, aber kann man nichts machen. Ne? Die hauen die jetzt um, weil sie Götter sind. Ja, hau ihn um! Hau ihn um! Easy! Bim, bim, badum, bim, 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 badum, bim, bim. So. Ich habe vorhin schon mal eine kleine Testrunde gespielt und die hatte sich diesmal gespeichert. Es ist, ich teste das jetzt einfach mal kurz im Video einfach. Wenn es jetzt danach weg ist, wisst ihr, warum ich wahrscheinlich dann das nächste Video nochmal komplett neu starten muss, aber, zurück zum Hauptmenü spielen. Soeben. Hat sich gespeichert. Okay, perfekt, Leute. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es heißt, ich verteidige unsere Dörfer. Und ja, mir hat es auf jeden Fall wieder echt Spaß gemacht und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!